Es ist kaum zu glauben, Dick und Doof kehren zurück auf die Leinwand. Soeben hat uns aus Südafrika, wo unlängst die Dreharbeiten zu dem neuen Streifen begannen, diese Nachricht erreicht. Doch wer kann würdig sein, die Nachfolge der legendären Slapstick-Komiker anzutreten? Wie kommt man auf diese Idee und wer hat das Ganze angeleiert? Alles begann schon damals, als Stan Laurel und ich zusammenarbeiteten. Er und ich waren uns einig, dass eines Tages irgendwo und irgendwann der wundervolle Stil von Laurel und Hardy wieder aufleben sollte, damit er nicht für alle Zeiten in der Versenkung verschwindet. Hoffentlich geht das gut, denn wir erinnern uns mit Schrecken an schon dagewesene ähnliche Versuche, guten Kinokomödien eine Fortsetzung zu verpassen. Und das ist nicht nur bei der rosarote Panther-Kehr zurück schiefgegangen. Dick und Doof sind eben echte Legenden, Leinwandpioniere, die jeder kennt und liebt. Eine schwere Aufgabe für die beiden Hauptdarsteller. Wo haben Sie die beiden aufgetrieben? Ja, ich habe sie aus den Staaten mitgebracht und vielleicht hätte ich sie da auch lieber lassen sollen. Vielleicht gar keine so schlechte Idee, denn angesichts dieser Verfilmung würden sich Dick und Doof wahrscheinlich im Grabe umdrehen. Bruce Willis zeigt sich auch in seinem neuen Kinofilm ganz so, wie die Zuschauer ihn am liebsten haben, als Haudegen mit Herz. In dem Thriller Mercury Rising, der noch in diesem Jahr in deutschen Kinos anlaufen wird, spielt er einen FBI-Agenten, der schützend seine muskulöse Hand über einen 9-jährigen autistischen Waisenjungen hält. Der kleine Schlingel hat dummerweise einen streng geheimen Militärcode geknackt und wird zur Strafe von finsteren Typen verfolgt. Doch Bruce nimmt ohne zu zögern den Kampf für den kleinen Simon und gegen das Böse auf. Jeder, der sich täglich die Nachrichten anschaut, weiß, dass viel zu viel Böses in unserer Welt passiert. Ja, die Welt ist wirklich schlecht geworden. Meiner Meinung nach ist es kein Wunder, wenn heutzutage jemand seinen Glauben an Gott oder auch seinen Glauben an die Regierung verliert. Es gibt einfach viel zu viel Schlechtes. Der sonst so smarte Alec Baldwin verkörpert diesmal den Bad Guy, der keine Skrupel kennt und dem hilflosen kleinen Genie nach dem Leben trachtet. Ja, ja, es geht wieder heiß her. Doch der Zuschauer kann sicher sein, dass Simon bei so einem Schutzengel nicht viel passieren kann.